Capovaz ist ein Akronym, also ein Wort, das sich aus den Anfangsbuchstaben zusammensetzt. Heißt, brauchen Sie nicht unbedingt hinzuschreiben. Ja? Kapazitätsorientierte, variable Arbeitszeit. Das heißt Capovaz. Steht aber auch in der Zusammenfassung, müssen Sie nicht unbedingt notieren. Das heißt Arbeit auf Abruf. Und das wiederum heißt, wenn viele Aufträge reinkommen, die Leute anrufen und sagen, Leute, wir brauchen euch. Und wenn wenige Aufträge reinkommen, stellen wir uns so ein Versandhaus vor, ja, so ein Versandhandel. Da gibt es Stoßzeiten, wo die Leute wie verrückt bestellen, vielleicht auch, weil bestimmte Marketingaktionen laufen, und Zeiten, wo eben nicht so viel los ist, weil die Leute eh in Urlaub sind oder sonst was. Dass man die Leute holt, wenn viele Aufträge reinkommen, und die Leute nach Hause schickt, wenn nicht so viel los ist. Das ist Capovaz. Klingt theoretisch sehr schön, ist aber arbeitsrechtlich dann doch etwas kompliziert, weil der Betriebsrat die Idee nicht so klasse fand und dann hat sich durchgesetzt, man muss das 4 Tage vorher anmelden. Schon ist die Flexibilität so ein bisschen wieder weg oder ein bisschen stärker sogar weg. Aber das waren so die ersten Anfänge der Flexibilität.